Ja, schönen guten Tag auch von unserer Seite. Jetzt, wo das vorläufige Endergebnis vorliegt, freuen wir uns, dass wir 16 Direktmandate gewonnen haben, was gestern Abend noch nicht so klar war. Klar ist jetzt auch, dass die SPD stärkste Kraft ist. Herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle an die Sozialdemokraten. Wir haben einen klaren Auftrag von den Wählerinnen und Wählern bekommen, für einen Aufbruch in unserem Land zu sorgen, auch wenn das Ergebnis deutlich hinter dem zurückliegt, was wir erwartet und für was wir gekämpft haben, jetzt eine Erneuerung dieses Landes anzugehen und deutlich zu machen, dass wir nicht nur schrittchenweise vorankommen müssen, sondern dass wir wirklich eine Erneuerung brauchen in der Infrastruktur, in der Digitalisierung unseres Landes und dass die Klimapolitik Querschnittspolitik einer nächsten Bundesregierung sein muss. Das bedeutet nicht nur im Umweltressort verankert, sondern sich durchzieht durch die Wirtschafts- und Industriepolitik, die Verkehrspolitik, die Landwirtschaftspolitik, weil die Frage der Klimaneutralität die Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft und damit auch die Zukunft für den Wohlstand in unserem Land ist. Auf dieser Grundlage werden wir jetzt gemeinsam, Robert Habeck und ich, als Parteivorsitzende Gespräche mit den anderen Parteien führen. Haben wir gestern Abend ja auch schon mal deutlich gemacht, dass das so ist, dass wir vor allem viel auch im geschützten Raum auch mit kleineren Parteien Gespräche führen werden, um diesen Auftrag, den die Wählerinnen und Wähler uns gegeben haben, für eine echte Erneuerung jetzt in Deutschland zu sorgen, gestärkt in die nächsten Wochen zu gehen. Dankeschön, Herr Habeck. Mit dem Wahlabend bricht tatsächlich eine neue Zeitrechnung in Deutschland an. Wenn es nicht, und ich glaube, dann werden alle Leute wirklich kirre werden, nochmal eine Neuauflage einer sogenannten, früher genannten Großen Koalition geben soll, wird es ein Dreiparteienbündnis geben. Das ist auf der Bundesebene nicht geübt und man muss vielleicht auch sagen, im Wahlkampf nicht wirklich vorbereitet worden. Der Wahlkampf hatte seine eigenen Logiken, Turbulenzen, Irrungen und Wirrungen. Aber das aus dem Wahlkampf heraus ein klares Mandat und eine klare Richtung für eine Regierung gegeben würde, das kann man, glaube ich, nicht behaupten. Gleichwohl muss natürlich, wie immer die Regierung dann aussieht, sie mit einer klaren politischen Vorstellung, einer politischen Identität, mit einem politischen Plan sofort ans Werk gehen. Dafür sind die Herausforderungen einfach zu groß und zu dominant, als dass es dann eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, des ewigen Kompromisses, des Suchens nach unten immer nur geben kann. Das ist natürlich vor allem angesichts der globalen Erderwärmung und der schlechten Bilanz Deutschlands, CO2-Emissionen einzusparen, die vordringlichste Aufgabe, da im Klimaschutz Fortschritte zu erzielen. Aber auch Demografie und Rente sind wichtige Themen, die liegen geblieben sind. Europa, Einwanderung, Fachkräftemangel und Flucht in ein System zu bringen. Die Außenpolitik, gerade nach dem Debakel in Afghanistan, neu zu durchdenken, neu zu eichen. Europa nach zögerlichen und nur in der Corona-Pandemie gegangenen Schritten wieder auf einen Kurs der Integration zu bringen. Und das kann eigentlich immer nur passieren, wenn Deutschland im Zusammenspiel mit Frankreich entschiedene Schritte geht, den sozialen Zusammenhalt hochzuhalten in Zeiten der Zumutungen, die ohne Frage die ökologische Transformation auch bereithält, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Das sind dringliche Aufgaben. Das setzt voraus, dass die kommenden Regierungsparteien sich der Größe der Aufgaben klar werden. Wir haben vor dem Wahlkampf und auch während des Wahlkampfs uns auf diese Zeit vorbereitet und unabhängig von dem Wahlergebnis ergibt sich eine Notwendigkeit einfach aus den Verhältnissen, dass wir unseren Beitrag leisten und ich würde sagen stark und vielleicht auch vor allem wir unseren Beitrag leisten, dass diese Regierung aus dem Gewürge der letzten Wochen und Monate heraus zu einer Regierung für das Land und für den Menschen wird, die das Vertrauen, das dann mit dem Wahlakt sich ja materialisiert hat, auch würdig ist. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und auf die konzentrieren wir uns jetzt mit voller Kraft. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen und die erste hat Herr Krämer. Ich hätte zwei Fragen, wenn ich zwei Fragen stellen darf. Und zwar, nachdem Sie sich heute Morgen ja beraten haben in der Partei. Haben Sie ein Mikrofon? Man hört Sie schlecht. Ja, ich kann es nicht weiter ziehen. Nachdem Sie sich heute Morgen beraten haben, wie sieht das Sondierungsteam der Grünen aus? Wie viele Leute sind da drin und wer ist das? Die zweite Frage wäre, was sind die roten Linien der Grünen in den Sondierungen? Gibt es überhaupt welche? Ja, wir haben uns heute Morgen als Bundesvorstand beraten, natürlich auch, wie man in Sondierungen geht, aber das noch nicht mit allen Gremien geklärt. Deswegen können wir heute dazu zu dieser Uhrzeit auch noch nichts auf der Bundespressekonferenz sagen.
Und mit Blick auf die roten Linien, wir haben Sondierungsgespräche ja noch nicht mal angefangen. Wir haben in diesem Wahlkampf immer deutlich gemacht, dass es einen Aufbruch braucht, dass es nach diesen Jahren, wo Deutschland wirklich schlecht regiert worden ist, gerade mit Blick auf Zukunftsaufgaben, dass das diese große Aufgabe für das nächste Jahrzehnt ist, Deutschland klimaneutral zu machen, auf den Pfad des Pariser Klimaabkommens zu bringen und dafür für neuen Wohlstand und vor allen Dingen eine klimagerechte Gesellschaft zu sorgen. Die nächste Frage, Herr Jung. Frau Baerbock, Herr Habeck, Sie kennen Ihre Partei besser als ich. Kann man einer Partei beibringen, mit einer Partei, die als zweites ins Ziel gekommen ist, zusammenzuarbeiten? Aus all dem, was wir gesagt haben, geht hervor, dass die Materialität der Koalition entscheidend ist. Da, wo am meisten Klimaschutz bzw. Antworten für die großen Herausforderungen der Zeit gegeben werden, da sollte die Regierung hingehen. Also das Mandat ergibt sich aus der Sache heraus, finde ich. Aber natürlich ist das Wählervotum ernst zu nehmen. Annalena Baerbock hat es angesprochen oder zumindest angedeutet, dass sich über die Nacht ja deutlich herauskristallisiert hat, dass die SPD vorne liegt. Wir haben jetzt das vorläufige amtliche Ämtergebnis und daraus ergibt sich natürlich ein Prä der Gespräche mit der SPD und der FDP.